Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit. Und wie Sie es in diesen Corona-Zeiten gewohnt sind, aus dem Homeoffice eine Videokonferenz. Dauerbeatmete Kinder sind allein schon aufgrund ihres Schicksals benachteiligt. Viele sind chronisch krank und können selbst nicht atmen. Da bedeutet dieses ungewisse Coronavirus natürlich eine zusätzliche Herausforderung und Gefahr für das Kompetenzzentrum Arche Intensivkinder in Kusterdingen bei Tübingen. Wie damit umgehen? Was ist an zusätzlichen Apparaten und Maßnahmen in Pflege und Betreuung notwendig? Wir sprechen darüber mit der zugeschalteten Geschäftsführerin der Arche Intensivkinder, Christiane Miyaka-Maute. Frau Miyaka-Maute, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Schreck. Gut, dann fange ich ein bisschen persönlich an. Sie sind nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Gründerin der Arche. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also, ich selber bin Kinderkrankenschwester und habe jahrelang auf der Kinderintensivstation gearbeitet und immer wieder mitbekommen, dass es dort Kinder gibt, die aus der Akutphase heraus sind, aber noch eine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Und früher war es so, dass diese Kinder immer auf der Kinderintensivstation über Monate und Jahre geblieben sind. Irgendwann kam dann die ambulante Kinderkrankenpflege dazu, dass die Kinder nach Hause konnten. Aber bei den Kindern, wo es nicht möglich war, dass sie nach Hause kommen, die lagen eben jahrelang auf der Kinderintensivstation. Und deswegen war das eine Vision von mir, für diese Kinder was aufzumachen, dass sie auch die Chance haben, außerhalb des Krankenhauses groß werden zu können, aber natürlich trotzdem die intensivmedizinische Betreuung weiterhin erhalten. Okay, jetzt natürlich ein paar Daten, Zahlen, Fakten zur Arche. Die Arche ist ein Zentrum für außerklinische Intensivmedizin. Auf den Punkt gebracht, was wird dort genau gemacht und geleistet? Also wir haben Kinder, die irgendeine Form von einer Atemhilfe brauchen. Und diese Kinder sind natürlich vital immer bedroht und brauchen ein besonderes Auge von Fachpersonal. Und das ist das, was wir dort leisten. Was wir auch machen, ist eben die Kinder von der Beatmungsmaschine versuchen zu entwöhnen, sofern das Krankheitsbild es hergibt. Und wir haben mittlerweile wirklich ein gutes Setting, dass wir Blutgasanalysen, Blutbilder, Sonografien und so weiter hier in der Arche machen können, sodass die Kinder so gut wie nicht in die Klinik müssen. Weil jedes Mal, wenn sie in die Klinik müssen, ist es wieder ein Retrauma. Und das wollen wir verhindern. Wie viele Kinder sind bei Ihnen? Momentan haben wir 16 Kinder. Wir sind gerade dabei, noch eine Eltern-Kind-Station aufzubauen, wo die Eltern die Möglichkeit haben, rund um die Uhr bei ihrem Kind dabei zu bleiben. Und das wären nochmal 4 Plätze. Und da sind wir gerade in den Startlöchern. Und wenn alles gut läuft, dann hoffe ich, dass wir im Frühherbst beziehungsweise Spätsommer damit beginnen können. Mit dem Angebot. Und jetzt seit März Corona. Insbesondere Intensivmedizin und künstliche Beatmung ist natürlich da ein Thema. Was hat sich für Sie, für die Arche durch Corona geändert? Eigentlich gar nicht so viel, Herr Schreck. Das ist tatsächlich so, weil in den Monaten zwischen Januar und April, sage ich mal, wir hier immer irgendwelche Viren rumkursieren. Sind es die Magen-Darm-Viren, sind es die Grippeviren oder was auch immer. Also nicht nur in der Arche, sondern grundsätzlich. Und in dieser Zeit haben wir immer besondere Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel die Mitarbeiter laufen da die meiste Zeit mit dem Mundschutz rum, um sich selber zu schützen, aber auch die Kinder zu schützen. Und jetzt, wo das natürlich mit Corona war, haben wir relativ schnell gehandelt, also Anfang März im Prinzip, und eine strikte Mundschutzpflicht auch verordnet, dass also auf keinen Fall der Mundschutz abgezogen werden darf. Und die Veränderung ist natürlich bei den Mitarbeitern mit dem Abstand halten, sie dürfen nicht mehr gemeinsam Pause machen, weil sie ja zu dem Zeitpunkt, wenn sie Pause machen, den Mundschutz runtertun müssen. Aber ich sag mal, so insgesamt hat sich für uns nicht wahnsinnig viel geändert. Klar, der Einschnitt für die Eltern war auf jeden Fall auch da, weil sie ihre Kinder eine Zeit lang nicht mehr so regelmäßig besuchen konnten.
Wir müssen das natürlich das Ganze kontrollieren, damit wir uns da nicht belasten. Letztendlich, wenn hier doch irgendwas auftauchen würde an Corona. Und von dem her haben wir da natürlich auch Maßnahmen ergreifen müssen. Aber ich denke, es war immer so, dass die Eltern nicht vor den Kopf gestoßen worden sind, sondern wir waren auch immer gut im Gespräch mit den Eltern. Es durften auch ein paar Eltern kommen, die sowieso regelmäßig zu ihren Kindern gekommen sind. Und ja, und jetzt sind wir dabei, eben das so ein bisschen aufzuweichen, aber immer noch so, dass es für uns kontrollierbar ist. Also es darf nicht jeder so kommen, wie er gerade möchte, sondern die Besucher zum Beispiel müssen sich auch anmelden. Konkret gefragt, werden bei Ihnen regelmäßig Tests durchgeführt, also sowohl für die Kinder als auch für Ihre Mitarbeiter? Genau, also es ist so, dass die Tests werden dann durchgeführt, wenn die Kinder in die Klinik müssen, zu einer Untersuchung. Da ist es Pflicht, dass die Kinder einen Corona-Abstrich bekommen. Das sind jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 gewesen, sind alle negativ. Und die Mitarbeiter, wir haben selber hier 100 Tests gekauft, so Antikörpertests, wo es das IgG und das IgM bestimmt werden kann. Also da kann man praktisch sehen, ob man gerade eine Infektion hat, beziehungsweise ob man schon eine durchgemacht hat. Und bei denen, die sich haben testen lassen, war auch alles negativ. Also von dem her, die Arche ist da wirklich sehr, sehr gut verschont geblieben. Sind Sie von einem Plan B auf den Worst Case vorbereitet, falls mal von den Kindern jemand positiv wäre? Das sind wir natürlich deswegen, Herr Schreck, weil wir ja sowieso, egal, jetzt wenn ich hier eine schwere Magen-Darm-Grippe zum Beispiel habe, da muss ich auch auf den Worst-Case-Fall vorbereitet sein. Also für mich ist Corona der Virus, wie wenn jetzt hier zum Beispiel der Norovirus durchherrschen würde. Ja, das wäre auch fatal für die Kinder. Also von dem her, was unser Hygienekonzept anbelangt, sind wir immer gewappnet für solche Sachen. Jetzt natürlich gibt es eine Frage natürlich mehr für die finanzielle Seite. Wer ist Ihr Träger und ergeben sich trotzdem irgendwelche Mehrausgaben? Genau, unser Hauptträger ist die Krankenkasse. Ganz wenig können wir über die Pflegekasse abrechnen und über das Landratsamt. Und nein, wir kriegen keine zusätzlichen Kosten. Das ist sehr schade. Und der Tagessatz, sage ich mal, lässt auch zu wünschen übrig, gerade in der Arche. Also da sind wir seit Jahren auch im Kontakt mit der Krankenkasse, haben leider aber momentan noch nichts Positives erwirken können. Und die Mehrbelastung, Mundschützern, Desinfektionsmittel, Handschuhe und so weiter, muss alles von uns noch mit geleistet werden. Jetzt stehen natürlich hinter der Arche viele prominente Botschafter, die ihr Zentrum unterstützen und sich für die Intensivkinder engagieren. Darunter sind Schauspieler Brigitte C., Tatortkommissar Richie Müller und Ringerweltmeister Frank Stäbler. Schirmherrin ist keine geringeren als die Staatsministerin Frau Annette Wiedmann-Mautz. Frage, die sind natürlich zum Teil jetzt nicht die genannten, aber viele andere auch von Corona und von wirtschaftlicher Rezession betroffen. Gibt es trotzdem vielleicht eine Person oder Aktion, die gerade jetzt in dieser Pandemie, ja, unterstützend hervorsticht? Genau, also wir hatten jetzt vor kurzem eine Aktion mit der Band Hanna Herrlich und die hat für unsere Kinder draußen im Garten ein kleines Konzert gegeben und es war wunderschön. Also auch da nochmal vielen Dank, Hanna, und an deine Band. Es war wirklich klasse. Die Kinder haben sich sehr gefreut und die Mitarbeiter natürlich auch. Und jetzt natürlich ein bisschen weitergedacht. Das große Thema ist das Warten auf den Impfstoff gegen Corona. Ist das für Sie auch ein Thema? Denn wohl anders kriegt man die Pandemie nicht in den Griff. Gelte so eine Impfung natürlich für Ihre Kinder und Intensivkinder und Mitarbeiter auch? Also das kann ich nicht beurteilen, Herr Steck, weil eben wir wissen ja noch gar nicht, ob es einen Impfstoff gibt. Ja, und ob der nachher für die Kinder zugelassen ist, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das wissen ja selbst die Virologen noch nicht und von dem her, da kann ich gar nichts zu sagen. Also, und dann muss man natürlich, wenn der Impfstoff neu ist, ich weiß nicht, inwieweit er dann erprobt werden muss, bevor er bei Kindern dann zugelassen ist. Und ich sage mal, was die Mitarbeiter anbelangt, wir haben hier eine Impffreiheit, von dem her, das muss dann eben jeder selber für sich entscheiden. Ein bisschen weiter noch in die Zukunft gedacht, über Corona hinaus. Einen normalen Alltag gibt es ja für diese chronisch kranken Kinder und deren Eltern nicht.
Was denken Sie, könnte sich in der Therapie, Pflege, Betreuung, aber natürlich auch vielleicht in der Medizintechnik noch entwickeln, um das schwierige Leben dieser Kinder zu erleichtern und zu verbessern? Oh, also Sie meinen jetzt auf Corona bezogen? Zunächst auf Corona bezogen vielleicht und natürlich auch, man sagt ja oft, anschließend wird nachhaltig noch vieles sich ändern, auch für die Zeit danach. Ja, also ich sage ja, dadurch, dass sich bei uns nicht wahnsinnig viel geändert hat, wird es auch keine Änderung, also eingreifende oder einschneidende Veränderung hinterher geben. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die Frage ist natürlich, was würden Sie sich wünschen, was sich da technisch noch verbessert? Ich meine, im Augenblick, wie sieht es genau aus? Können die Kinder selbstständig sich bewegen oder sind die immer an den Apparat der Beatmung gebunden? Das kommt drauf an. Also das hängt vom Krankheitsbild ab. Wir haben motorisch fitte Kinder, die können sich bewegen und dann schaut man nach Lösungen, wie sie das Beatmungsgerät hinterher mitnehmen können. Beziehungsweise viele unserer Kinder können wir weanen, das heißt von der Beatmung entwöhnen, sodass sie dann gar nicht mehr so viel mitnehmen müssen. Also ihren Monitor, da haben so kleine Rucksäckle, die sie oben also auf dem Rücken drauf haben, wo der kleine Monitor dann drin ist. Aber ich denke, es hängt immer vom Krankheitsbild ab, was da möglich ist. Und da gibt es jetzt auch nichts, wo ich sage, da ist ein spezieller Wunsch. Ich finde, die Medizin ist heutzutage schon so weit und so toll, also gerade was die Gerätschaften auch für die außerklinische pädiatrische Intensivpflege anbelangt, dass ich denke, dass das momentan für den heutigen Stand passt es so. Was in 10 Jahren ist, wissen wir nicht. Und wie kommen die Kinder damit klar sozusagen? Gibt es für Sie später mal, wenn Sie sagten, die sind im Wesentlichen bis zum 6. Lebensjahr bei Ihnen, also wenn die in der Schule sind, so was Ähnliches wie ein normales Leben oder geht es nicht? Das hängt eben auch von der Grunderkrankung ab, kann man so gar nicht sagen. Also es gibt Kinder, aber das sind wirklich die wenigsten, wo es normal weiterläuft. Aber die meisten Kinder brauchen immer einen Anteil an Hilfe. Und wie hoch das ist, wie gesagt, das hängt vom Krankheitsbild ab und auch vom Start, den die Kinder hatten ins Leben. Wenn man es jetzt wieder auf die Corona-Zeit runterbricht und auch natürlich ein bisschen auf Sie persönlich bezogen, wir haben persönlich begonnen, was wünschen Sie sich persönlich bezüglich dieser Corona-Zeit? Ja, was ich mir persönlich wünsche, ist, dass man guten Umgang mit den Lockerungen, mit den Einschränkungen hat, insofern, dass alles in den Blick mitgenommen wird. Also ich meine, das eine ist eben die Infektionen, die ja sehr, sehr gering sind, gerade in Tübingen, ja. Und aber, dass man auch das im Blick hat, was daraus resultiert. Also ich will nicht an die ganzen Familien denken, die zu Hause sind, wo häusliche Gewalt ist, wo wir jetzt noch gar nicht so mitbekommen, wo auch relativ wenig drüber geredet wird, ja, Missbrauch von Kindern etc. pp. Suizid ist garantiert hochgegangen, ja, also ich habe mit einer Psychologin darüber auch geredet. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das im Prinzip nicht mit in den ganzen Überlegungen mit reingenommen wird. Also von dem her hoffe ich, dass wir jetzt einen guten Weg bekommen, ob man von einer zweiten Welle reden kann. Ich wehre mich dagegen immer ein bisschen, weil wir müssen sehen, wie es wird. Wir müssen jetzt vor allen Dingen auch anfangen, dass die Leute auch die Angst ein bisschen verlieren. Weil ich finde, es ist schon sehr, sehr viel Angst auch gemacht worden durch die Medien. Und ich meine, teilweise sicherlich auch berechtigt, dass man einfach vorsichtig mit dem Ganzen umgeht. Wir wussten ja auch vor allen Dingen nicht, wie ist es wirklich mit dem Virus, wie verhält er sich. Aber ich denke jetzt so aus der Vergangenheit gesprochen, muss man sagen, es war jetzt nicht ganz so krass, wie es dargestellt worden ist. Jetzt in Deutschland, muss ich dazu sagen. Aber man sagt ja immer, Herr Steck, hinterher ist man immer schlauer. Also ich denke, der Weg grundsätzlich war gut so, ja, auch vor allen Dingen der Shutdown, der da stattgefunden hat im März, April. Also sicherlich, aber ich denke, jetzt dürfen wir wieder mutiger sein, finde ich. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich weiß, wenn das jetzt welche sehen, denken sie, oh, mutiger sein, nachher haben wir doch die zweite Welle. Ja, wir können es letztendlich nicht sagen. Frau Miyaka-Maute, herzlichen Dank und weiterhin viel Freude und Erfolg bei Ihrer wichtigen Arbeit. Vielen Dank, Herr Steck. Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, schwerkranken Kindern und Eltern buchstäblich Luft zum Atmen zu geben, ist dem ARCHE-Intensivkinder-Kompetenzzentrum eine nicht hoch genug zu schätzende Herzensangelegenheit. Wer sich im Übrigen mehr informieren und vielleicht selbst helfen will, kann dies unter der eingeblendeten Adresse tun. Danke für Ihr Interesse, bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen und bis bald.